herzlich willkommen, liebe Leute, bei meinem neuen Film. Heute geht es einfach um das Thema Star Wars, Krieg der Sterne. Bin ich wohl dort oder nicht? Bewundert einfach diesen Planeten, auf dem ich mich befinde. Hier gibt's als die schönsten Gräser und die schönsten Palmen dieser Welt. Eins der Häuser, das euch bekannt vorkommt oder auch nicht. Und gleich daneben diese wunderschöne Landschaft. Ich möchte euch nicht auf die Folter spannen, sondern ich bin ja jetzt gerade in der Gegend von Tozeur, eine Stadt in Tunesien. Wir sind jetzt gerade angekommen in der Wüste und schaut mal her, was für eine schöne Dünenlandschaft vor mir jetzt liegt. Leute, was sagt ihr jetzt? Ich bin jetzt in einer ganz anderen Welt angekommen. Ich möchte euch davon etwas zeigen. Also, ich bin auf einem anderen Planeten, in Star Wars. Als Star Wars-Fan bin ich jetzt beeindruckt. Also, ich bin jetzt gerade hier inmitten des Dorfes. Schaut euch bitte diese Kulisse mal an. Also, es sind wirklich wunderschöne Häuser. Eines der zentralen Plätze ist genau hier auf diesem Platz. Vielleicht könnt ihr euch an diese Antenne erinnern. Ich habe euch noch gar nicht verraten, wie dieses Dorf heißt. Also es heißt Mos Espa. Und wenn ihr mal auf den Spuren von Star Wars gehen möchtet, dann bitte mal in den Süden Tunesiens. Also diese alten Gebäude bieten jetzt ein touristischer Ort für die Star Wars Fans aus der ganzen Welt. Ungefähr 20 Kilometer von dem Dorf Nafta entfernt liegt einfach jetzt dieser interessante Ort. Es ist einfach jetzt ein touristischer Ort, der jetzt diese Gebäude des Filmes Star Wars den Leuten präsentiert und sie hierher einlädt. Die Gebäude werden euch ja bekannt sein aus dem Film und wenn ihr sie mal besuchen möchtet, dann bitte nach Tunesien kommen. Nochmal ein letzter Blick über das Dorf Mos Espa hier aus dem Film Star Wars. Dann geht es jetzt zu einem nächsten Ort. Wir haben Monat März und ich bin jetzt hier in Tunesien sozusagen bei so einem schönen Wetter heute Glück gehabt. Chott El Jerid heißt dieser See. Auf dem Grund fahren wir jetzt mit dem Auto. Auf dem Grund dieses Sees ist ein richtiges Häuschen zu sehen und das ist euch bekannt. Es ist einfach aus dem Film Star Wars. Es ist das Haus von Luke Skywalker. Ein jeder, der dieses Haus besuchen möchte, hat auch die Gelegenheit, hierher zu kommen. Und so wie ich mir vorstellen kann, geht ihr auch jetzt mit mir rein in dieses Haus. Ganz bestimmt ist euch das bekannt, aber jetzt gehen wir mal rein in das Haus. Leute, ich bin jetzt gerade die Stiegen runtergekommen und wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin hier im Hof gelandet, des Hauses. Also ist das nicht phänomenal? Und was sagst du? Erkennst du wieder diesen Hof? Er ist genau so wie im Film. Ich kann euch jetzt in diesem Film als detailliert zeigen, wie dieses Gebäude hier aussieht. Das hier ist jetzt der Blick von oben aus einer Kammer. Und solche Höhlen gibt es mehrere hier. Und wenn ich jetzt die Treppen runtersteige, dann komme ich jetzt direkt wieder in den Hof. Ich wollte euch eins verraten, dass dieses Gebäude jetzt als ein Hotel geführt wird.
Sidi Idris heißt das und liegt in Atmata. Auf meiner linken Seite hier befindet sich die Rezeption. Und wenn ich jetzt diese Tür reinlaufe, dann sehen wir ein zweiter Hof. Dieser Hof hat als viele Türen und hinter jeder Tür befindet sich jetzt ein Zimmer. Nicht zu vergessen ist, dass wir in einem Erdloch uns befinden. Deswegen kann man das alles auch von oben betrachten. Ich nutze jetzt die Gelegenheit und werde jetzt selbst in diesem Hotel übernachten. Der Weg zu meinem Zimmer geht einfach durch diesen Flur. Bei interessanten Türen vorbei, in einen zweiten Hof. Und das hier ist jetzt der Hof, in dem sich jetzt mein Zimmer befindet. Und so wie ihr sehen könnt, hat jedes Zimmer auch einen Namen. Das ist jetzt das Zimmer von Luke Skywalker. Oder das Zimmer mit der Nummer 19, Chewbacca. Und ich habe als das Zimmer mit der Nummer 20 bekommen, der Prinzessin Leia. Und das hier ist der Schlüssel. Hereinspaziert in das Zimmer der Prinzessin. Nachdem ich jetzt die Tür verschlossen habe, möchte ich euch noch ein bisschen von diesem Zimmer etwas zeigen. Dieses Zimmer besitzt 4 Betten und wenn man denkt, es wäre kalt hier drin, der irrt, es ist wirklich warm. Und dieser Raum hier, der ist wirklich sehr geheimnisvoll, aber keine Angst, er ist ganz leer. Und da dieses Hotel viele Höfe besitzt, gehen wir jetzt wieder raus und vor mir liegt schon ein anderer Hof. Ein wirklich wunderschöner Hof. Hier kann man wieder feststellen, dass man hier unter der Erde ist und dass hier die Wände alle aus Lehm gebaut sind. Und da viele Häuser hier in der Gegend einfach in ein Loch gebaut sind, sieht das von oben so aus. Eine wirklich interessante Konstruktion. Oder hier zum Beispiel der zweite Hof, der genauso schön ist wie der erste. Und eins habe ich euch noch gar nicht verraten, dass ich bin ja ins Haus reingelaufen. Und bin genau in diesem Hof hier unten angekommen. Wie hat das funktioniert? Das war einfach ein Trick. Somit kann ich sagen, dass der Hof von dem Haus ungefähr 200 Kilometer entfernt liegt. In der Ortschaft Matmata. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Sidi Bouhlel. Da befindet sich ein besonderer Canyon. Auch auf diesem Platz wurde der Film Star Wars gedreht. Ihr werdet euch ganz bestimmt erinnern, es ist einfach der Canyon, wo Luke Skywalker Obi-Wan Kenobi trifft. Der Weg in den Canyon führt mich jetzt auf diesem Weg voran. Schaut bitte her! Also diesen Ort müsst ihr ganz bestimmt jetzt kennen. Märchenhaft!
Hier ist man wirklich wie auf einem anderen Planeten. Und auf diesem Planeten bin ich jetzt ganz alleine. Und dahinter mir, da kommt jetzt schon ein Raumschiff angeflogen. Ja, und da dieses Raumschiff so schnell war, habe ich es einfach verpasst, in die Kamera zu bekommen. Der magische Ort des Filmes Star Wars. So kann man diesen Ort auch noch bezeichnen. Leute, ich bin angekommen an einem ganz besonderen Ort. Das ist einfach das Haus von Obi-Wan Kenobi. Das liegt jetzt gerade neben mir. Ich bin jetzt gerade auf einem ganz besonderen Planeten. Also wenn ihr mal herkommt, dann könnt ihr dieses Haus dann selbst betrachten. Aber in Realität ist es nur das Land Tunesien. Ich kann euch jetzt das Innere des Gebäudes zeigen, wo Obi-Wan mal zu Hause war. So sieht das aus. Das Haus von Obi-Wan wird heutzutage von den Fischern der Gegend benutzt. Ich habe euch jetzt wirklich rumgeführt durch Tunesien bei den schönsten Zielen von Star Wars. Mein letztes Ziel war jetzt gerade hinter mir das Haus von Obi-Wan Kenobi auf der Insel Jerba. Ich muss sagen, dass die ganzen Ziele hier wirklich sehr weit auseinander liegen, um die 200 Kilometer eins von dem anderen. Also, wenn ihr mal dieses Land besucht, dann bitte einfach darauf einstellen, dass nicht alles immer vor der Haustür liegt. Mit diesem schönen Bild wollte ich mich schon verabschieden. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder. Ich hoffe, dass ihr dabei seid in einem anderen Land. Also bis dahin, alles Gute. Ciao.